Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Last Chaos. Wir befinden uns gerade auf Pangea Channel 3, Channel Nummer 3, denn wir machen einen Ausflug in die Schattengruft. Hier können wir natürlich nur in eine Expi rein, deswegen einmal zur Expedition wechseln. So, jetzt können wir hier rein. Und ja, es macht wirklich unglaublich viel Spaß, hier in der Schattengruft loszulegen. Ich habe aktuell noch Buffs drin, deswegen nutzen wir das Ganze auch wunderschön aus. Das mache ich einmal zu hier und dann kommt... So, wir hauen uns rein. Einen Skillzauber, eine Lilie, einen V-Samen. V-Samen ist drin. Sehr gut, dann ein 500er Ticket, fortgeschrittene Medizin, brauche ich dann eine XP-Scroll? Ich glaube nicht, ne? Wo habe ich denn überhaupt rumliegen? Hier war noch was, genau. Ach komm, Leute, ich werfe mir die einfach mal rein jetzt hier. So, XP-Scroll rein. Hermes-Getränk rein. Hiervon noch ein bisschen was. Komm, hauen wir hier das auch noch rein. Dann sind wir zufrieden. Und dann den Ele-Buff dazu. Ja, auch noch mal ein bisschen auffüllen. Und dann den Jaguar Tau. So, und wir legen direkt einmal los und bams, das fluppt hier wie sonst was. Also hier kann man, wie ihr seht, wirklich sehr, sehr gut EXP machen. Freunde, guckt euch das an. Jetzt gleich, wenn mein Igni dann aufgeladen ist, dann geht das nochmal ein Stückchen besser. So. Erste Mal einmal Igni voll machen, dann geht es so richtig ab hier in der Gruft. Und FP-technisch geht das auch ab. Also wir starten jetzt hier so ungefähr mit 2300. Drops lasse ich auf jeden Fall alle liegen. Wir haben nämlich ein 500er Ticket drin und das wollen wir auf jeden Fall ausnutzen. Und mal gucken, wie viele Prozente wir denn tatsächlich hier zusammenkriegen. Aber das wird hier einiges werden, Freunde. Das wird einiges. So, Igni ist auf 2 und jetzt geht es hier richtig krank ab, Leute. Jetzt ist hier eigentlich alles... Es ist alles One-Hit, außer die Bosse vielleicht. Zack, zack, zack. Also ihr seht, es ist echt übertrieben, Leute. Und ich bin gespannt, wie viel Prozent wir schaffen. Wie viele Fähigkeitspunkte wir schaffen. Vielleicht, wo habe ich denn? Ich habe doch mal irgendwo noch Fähigkeitssamen, glaube ich. Hier habe ich Fähigkeitssamen. Packen wir mal hier rein. Dann werde ich gleich beim Pelion zum Beispiel, da werde ich dann, oder vielleicht mal bei dem ein oder anderen Trikornibus, werde ich mal so einen Fähigkeitssamen reinböllern. Denn ihr werdet gleich sehen, das wird übelst den krassen Fähigkeitsboost geben. So, ich mache hier einmal kurz auf. Wir haben 2453, zack, 2469. Leute, was ist da los? Ey, das ist ja noch geiler als der Prokion-Tempel. Scheiß auf den Prokion-Tempel. Die Schattengruft, das ist hier unser Gebiet, Leute. Ohne Scheiß, das ist der Knaller. Das ist der Knaller. Hier müsste noch irgendwo noch ein zweiter, egal. Dann laufen wir weiter. Hier ist natürlich auch ein bisschen Geschwindigkeit wichtig. Und mit den AOEs macht uns das auf jeden Fall nichts aus mit der Geschwindigkeit. Ihr seht, also... Die AOEs, die greifen ja richtig gut. Und wir böllern hier alles weg. Selbst das, was in der Wand steht, was hinter den Gittern steht. Und jetzt kommen wir zum Pelion, Freunde. Jetzt kommen wir zum Pelion. Ich bin echt mal gerade gespannt, wie viele Fähigkeitspunkte wir jetzt gleich kriegen durch den Pelion. Mit PSZ, ohne SP-Ticket. Bedenke, ohne SP-Ticket, Leute. Das heißt, wenn ihr euch ein SP-Ticket reinhaut, 300, 400, 500, dann gibt es nochmal extremst mehr... So, einen Samen rein. Kurz hier einmal aufmachen. 2,541. Und jetzt guckt hin. 2,599. Leute, wenn das nicht abnormal ist, dann weiß ich auch nicht. Was kostet so ein Fähigkeitssamen? 5 Millionen? 5 Millionen? Und damit machen wir so übertrieben viel Fähigkeitspunkte. Leute, ohne Scheiß. Ich bin jetzt hier gerade 5 Minuten. Keine 5 Minuten. Doch, 5 Minuten. 5 Minuten bin ich tatsächlich hier. Das habe ich dreimal nacheinander 5 Minuten gesagt. Und ich habe schon, ich glaube, 300 FP gemacht oder so. Leute, das geht hier übertriebenst ab. Ah, ich muss meinen Edelmann nachbuffen.
merke ich gerade. Zack, zack. Eine Mondschenke, die nehmen wir noch mit. So, jetzt legge ich irgendwie alles ein bisschen. Alles klar, jetzt geht's direkt weiter. Ich gehe nochmal durchziehen. So, und hier nochmal einen Samen rein. Und dann für den Trikornibus hier auch nochmal einen Samen. Leute, ey. 160.000 SP. Wirklich krank. Wirklich krank, Leute. Und ich habe in einem vorigen Video auf jeden Fall schon mal euch gezeigt, wie man denn hier in der Schattengruft levelt, wie man hier Pets levelt, wie man hier seine XP macht als Schattenpriester zumindest. Oder als Mage, dann ist er vergleichbar. Das heißt, wir laufen immer nur eine Runde, laufen raus und wieder rein. Und so machen wir unsere Linie heute. Und ich bin gespannt, wie viel wir kriegen, Leute. Ich bin echt gespannt. Erste Linie hier. Mit ungefähr 30% gestartet. Ich erhoffe mir. Was ist denn realistisch? Wenn wir jetzt in 5 Minuten ungefähr. In 5 Minuten haben wir ungefähr 2% gekloppt. So, wenn das. Ja, ich erhoffe mir auf. Wenn es richtig gut läuft, auf 70% zu kommen. Mit Jaguar Tau abgeben. Also mit XP-Pad. Das könnte klappen, könnte wahrscheinlich ein bisschen eng werden, aber mal gucken. Ich lasse mich überraschen und ich brauche unbedingt 100% Manacon, Leute. Weil ich habe keinen Bock auf die ganze Zeit nachpotten. So, der erste Durchgang ist getan. Der hat ganze 7 Minuten gedauert mit Durchbuffen am Anfang. Wir marschieren einfach raus und einmal umdrehen, 180 Grad und wieder rein. Jetzt sind wir hier wieder voll. Da sind wir wieder voll. Der erste Gang ist der geilste, finde ich. Da haut er einfach nur so, da war noch ein Lackerring. Zack, zack, da hebe ich, den hebe ich auf. Da müsst ihr einfach nur 3 AOEs rein spammen, dann ist hier alles weggenatzt, Leute. Das ist mein Lieblingsraum. So. Jetzt geht's weiter. Hier ums Eck einmal. Ach, hier komme ich doch her, Leute. Leute, Leute. Hier muss ich rein. So, Bams, Bams, Bams. Das geht so übertriebenst ab hier, Leute, ne? Ohne Scheiß. Und die Kugel, die one-hittet eigentlich alles. Eigentlich bräuchte ich so eine 180er Murmel gar nicht. Die brauche ich ja nur, wenn ich mal irgendwie Ramslook-Kloppen gehe oder PvP mache. Ob ich PvP mache, ist dahingestellt. Das weiß ich jetzt noch nicht. Mal gucken. So. Skilltechnisch sind wir noch lange nicht ausgeskillt. Das wird jetzt gerade auf jeden Fall in Angriff genommen. Hier werde ich den ein oder anderen Platin-Skill sauber durchböllern hier in der Gruft. Damit wir mal Richtung ausgeskillt gehen. Ich möchte aber nicht alles auskillen. Entschuldigung. Sondern zum Beispiel fliegen möchte ich nicht auskillen, weil das ist der Skill, mit dem ich meinen Mana runterprügel. Das macht wenig Sinn. Nochmal einen Fähigkeitssamen rein. Zack, zack. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Ja, 3000 ungefähr. Nice, nice. So 700 FP gemacht in 8 Minuten. Echt, das ist echt crazy, Leute. Ja, wenn ihr euch fragt, woher ich die ganzen Fähigkeitssamen habe, ich dachte mir, da benutze ich jetzt ein paar von, wenn ich PSZ reinwerfe. Die sind nämlich von dem guten alten Blackstar 96. Vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal. Gestern im Livestream gab es ein paar Präsente, die ich auch dafür nutzen werde, im Livestream zu verlosen. Und ich sag, ihr wisst ja noch nicht, was das alles ist. Und ich sag nur, zu Weihnachten plane ich ja nochmal so ein Ding. Ich weiß noch nicht, wann genau das sein wird, aber ja, zu den Festtagen auf jeden Fall. Und da wird es auf jeden Fall echt kranke Überraschungen geben, Freunde. So viel kann ich euch sagen. Boah, hey, guckt euch das mal an. Ich habe hier 480.000 SP gekriegt. 480.000. Crazy oder crazy, Leute?
Das ist echt krass hier drin. 179 sind. Ich darf nicht zu schnell leveln hier. Denn ich möchte ja natürlich meine Gilde auch noch ein bisschen upgraden. Ich glaube, viele Linien werde ich jetzt erstmal nicht hier drin machen, sondern eher Platin-Skill sauber. Denn ich möchte meine Gilde noch auf 50 bringen. Auf Level 50. Und dann möchte ich die auch irgendwann mal ausskillen. Das wird ein verdammt teurer Spaß, ausskillen. So ein Segenbuch kostet ja, ich glaube, 2 Milliarden auf dem Markt. 2 Milliarden so ein Seelenbuch. Was schon ziemlich heftig ist auf jeden Fall. Denn ein Skill hat, glaube ich, 5 Stufen. Das wären also quasi schon mal 10 Milliarden für einen Skill. Und von den Skills haben wir, glaube ich, 10 Stück oder was. Also 100 Milliarden so nur an Segenbüchern. Ne? Da kommen noch etliche Fähigkeitspunkte dazu, um die Gilde überhaupt aufzuleveln. Und dann muss man sich ja noch eine Sperre reinhauen. Wobei eine Sperre, das ist natürlich eine super Idee hier drin auch. Zeige ich euch auch mal in einem Video am besten. Mache ich mal ein kleines Video zu, wie ihr hier, wie viele Gildenpunkte möglich sind hier. Weil das geht hier echt richtig krass ab, Leute. Das sage ich euch jetzt schon. Denn hier machen wir ja massig an EXP. Das ist so abnormal. Leute. So, ich darf nicht vergessen, jetzt gleich hier einmal nachzubuttern. Und ich habe gleich noch... So, jetzt muss ich schon mal die Scroll nachwerfen. Ich habe gleich noch eine kleine Überraschung für euch, Leute. Aber erstmal jetzt warten, bis die Scroll rausgeht, sonst vergesse ich das nämlich wieder. So, jetzt ist die Scroll raus. So, zack. Also, ich habe eine kleine Überraschung für euch. Es ist endlich soweit. Ich habe heute oder gerade eben einen TS3-Server gemietet. Erstmal für 6 Monate mit 32 Slots. Ich denke, das sollte am Anfang ausreichen. Und das ist dann quasi der Community Teamspeak-Server. Und da sind natürlich dann alle herzlich willkommen, die dann da drauf möchten. Wenn er jetzt irgendwie irgendeinen Bockmist macht oder sowas, dann sollte er vorsichtig sein. Und ich banne da auf jeden Fall Leute, die sich da nicht benehmen können oder so. Und ansonsten solltet ihr, also ich kann ja nicht 24/7 da sein, ich muss da noch arbeiten und alles. Solltet ihr da irgendwie mitkriegen, dass sich da jemand nicht ordentlich benimmt oder so, dann ganz normal über das Ticketsystem bei Teamspeak euch beschweren und dann bekomme ich da auch eine Nachricht und dann kann ich da auch dementsprechend reagieren. Gut, so viel zu den News auf jeden Fall. Und ich würde sagen, ich werde jetzt hier mal fröhlich zu Ende kloppen. Ich bin jetzt schon wieder 12 Minuten dran. Und dann vergleichen wir gleich mal, wie viel wir tatsächlich geschafft haben. Also ich bin jetzt, wie ihr seht, schon auf knapp 34% EXP. Also ich habe dann schon fast 5% gekloppt. Oder 4. Ich weiß nicht, mit wie viel ich gestartet habe, keine Ahnung. Weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall, ich werde jetzt auch nicht überall bei jedem Trigornibus dann so einen Fähigkeitssamen reinballern, weil das kostet einfach Zeit, das ständig zu aktivieren und zu deaktivieren. Ich baller hier einfach nur den Großteil mit Skills durch. So zum Beispiel, und da hinten im Gitter gefundenes Fressen. Zack, zack, zack. Den einmal wegnatzen. So werde ich das die ganze Zeit jetzt machen. Und wir vergleichen dann gleich einmal, wie viel ich denn tatsächlich geschafft habe an Fähigkeitspunkten und an EXP. Und dann sehen wir uns gleich zurück. Bis gleich, Freunde der Sonne. So, willkommen zurück. Die letzten Minuten schlagen gerade quasi ein hier. Hier läuft noch 4 Minuten. Und wie ihr seht, 63% aktuell EXP. Hat sich auf jeden Fall sehr, sehr gelohnt. Mein EXP-Pad konnte ich jetzt eben einmal kurz abgeben. Und das hat mir dann ganze 11% einmal eingehauen. Auf einen Schlag. So, jetzt muss ich hier die Trikornibusse noch kriegen. Wo ist denn der zweite? Der zweite hat sich hier oben versteckt. Die sind auch irgendwie gar nicht mehr so... Ach, verdammt, jetzt habe ich vorher vergessen, den Samen rauszunehmen. Schon wieder. Die sind auch gar nicht mehr so gefährlich wie früher, habe ich irgendwie das Gefühl. Früher hatte ich die irgendwie anders in Erinnerung, die Trikornibusse. Die habe ich immer sehr, sehr gerne gemieden. Mittlerweile
sind das richtige Leckerbissen geworden. Das liegt wahrscheinlich an dem Zweier Element auf der Rüstung. Da haben die jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel Einfluss auf den Schaden, den ich kriege. Dezent gesagt. So, Miss, komm, miss dich hier nicht zu Tode, Misty. Hier ist noch ein Trikornibus. Armen rein. Und ist noch einer. Cool. Wir geben richtig kranke SP, Leute. Guckt euch das an. 186.432 Skill Points. Krasse Scheiße. So, letzte Mal raus und letzte Mal rein, denn ja, einen ganzen Durchgang werden wir wahrscheinlich auch gar nicht mehr schaffen. Kleiner Tipp noch am Rande für euch. Habe ich vorhin gar nicht drauf geachtet. Ich voll Depp. Hier drin gibt es mittlerweile ja auch Dungeon-Zeit. Die ist nämlich jetzt angesprungen. Das heißt, in der Dungeon-Zeit bekommt ihr 50% mehr EXP. Das hätte ich mir natürlich snacken müssen. Aber ja, ich habe es vergessen und somit konnte ich dann noch irgendwie die letzten 20 Minuten oder so, die ich jetzt hier von meiner Lilly gemacht habe, konnte ich noch Dungeon-Zeit mitnehmen. Aber ansonsten, ja, leider nicht dran gedacht. Werde ich auf jeden Fall in Zukunft drauf achten. Wie ihr sicherlich wisst, an alle Neulinge da draußen, dann Dungeon-Zeit ist immer um 0 Uhr, mitten in der Nacht, dann um 3 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr, 12 Uhr und dann geht das Ganze wieder von vorne los, also 3, 6, 9, 12, also alle 3 Stunden einmal Dungeon-Zeit. Hin und wieder gibt es das Ganze auch mal als Event am Mittwoch sozusagen, die Happy Hour, da ist dann auch mal, jetzt habe ich schon wieder Igni verschnibbelt. Da ist dann auch gerne mal eine extra Stunde Dungeon-Zeit oder sowas. Also immer mal wieder ins Forum gucken, Leute. Ich sag's immer wieder. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, so, es hat sich auf jeden Fall übertrieben gelohnt hier drin. Ich glaube, in der Mitte habe ich gar nicht so viel Prozente gemacht. Wie viel Prozent habe ich jetzt? Ich bin mit knapp 30% habe ich angefangen. Das heißt, ich habe jetzt tatsächlich 34% gehauen. 34% auf Level 175. Das ist schon echt ein Stück. Ein ganzes Stück. Kein halbes, sondern ein ganzes. Der kam wieder flach. Nee, hat sich definitiv gelohnt. 34%. Ich kann nicht meckern. Natürlich hätte ich jetzt 70 irgendwie geiler gefunden oder so, aber ja gut. Das langt mir völlig. Ich habe übrigens noch jede Menge Quests offen, die dann im Levelbereich 175 bis Maximum sind, also bis 185. Da werde ich mir wahrscheinlich die ein oder andere Quest aufsparen, denn gerade am Anfang, wichtig auf jeden Fall, very important info for you, am Anfang als AOE-Char ist das ja hier super gemütlich hier zu leveln, ne? Man geht rein, man geht raus und Monster sind wieder da und das ist echt ein super Ding. Aber irgendwann sind die hier blau. Ja, beziehungsweise, nee. Oder grün. Geben halt nicht mehr viel. Na, Leute, da müsst ihr nämlich immer tiefer rein in diese Gruft. Und dann lohnt es sich, die Quests zu machen. Die hebe ich mir nämlich alle schön auf, bis ich 182 bin oder was. Und da kann ich quasi durchquesten. Leute, dann kann ich durchquesten bis 185 und das ist das Ziel quasi. Komm. So, jetzt blinkt meine Lilie schon. Die letzten Minuten haben, oder letzten Sekunden haben geschlagen, ja. Gucken nochmal schön alles rauskitzeln hier aus der Lilie. Zack, 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 zack. Nochmal einen Pott reinwerfen hier. Ja, sehr schön. So habe ich das immer gerne, wenn die alle schön in der Mitte sind. Und wir können gleich ordentlich skillen, Leute. Ich sag's euch. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade eben schon einmal kurz gesehen habt. Ich habe ja einmal Inventar kurz aufgehabt, beziehungsweise das Skill-Menü. Oh, da fliegt schon alles wieder raus. Dann machen wir diesen Raum ja noch eben kurz fix zu Ende. Den clearen wir noch schnell. Dann liegt noch ein Lackerring, den nehmen wir mit. Und dann geht's mal zurück in die Stadt. Und dann vergleichen wir doch mal. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, wie viel ich am Anfang hatte. Das wisst ihr auf jeden Fall besser als ich. Ich meine,
30% ungefähr, 29,x% EXP hatte ich und SP waren glaube ich 2400. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir gucken einmal, wenn wir schnell in die Stadt marschieren. Also das heißt XP-technisch ungefähr 35-36% gekloppt mit einmal Jaguar abgeben. Und jetzt kommt's. 8686 Fähigkeitspunkte, Leute. Minus 2400 sind wir bei 6200 FP in einer Stunde. 6,2k FP in einer Stunde, Leute. Und jetzt kann ich hier ein bisschen was skillen. Wir schauen mal drauf. Schattenpriester. Ich würde sagen, Magnetfeld. Gehen wir jetzt erstmal drauf. Zack. Bäm. Das ist schon wieder jede Menge weg. So, mit 178 kann ich den letzten Magnetfeld-Skill machen. Der bringt mir dann nochmal 7000 Effekte dazu. Aber leider finde ich, beim Magnetfeld ist die AOE-Reichweite nicht so krass. Und ja, nochmal krasse 7120 Fähigkeitspunkte. Heftig, 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 Leute. Und ja, als nächstes kümmern wir uns dann nochmal ein bisschen um die Passiven. So, physische Verteidigung, magische Verteidigung. Da würde ich sagen, ist das doch erstmal wichtiger. Zack, fast ganz ausgeskillt. Jetzt war es das schon wieder mit den Fähigkeitspunkten. 796 haben wir. So schnell sind dann ein paar tausend FP weg. Aber wir haben auf jeden Fall gut was geskillt. Ja. Tödliches Licht, finde ich, ist der geilste Skill hier beim Schattenpriester. Ich weiß nicht, mit Urteilsspruch spiele ich relativ wenig. Gut, also, es hat ordentlich FP gegeben, ordentlich EXP gegeben und ich verabschiede mich jetzt erstmal wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen und wir sehen uns dann im Livestream oder im nächsten Video. In diesem Sinne, haut rein, Leute, ich bin raus und ciao!